Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schlussrunde. Greifen wir also vor Abschluss des 18er Haushalts noch auf, was noch abgearbeitet gehört. Herr Böhringer, Sekunde bitte. Würden Sie sich hinsetzen oder entscheiden, ob Sie rausgehen wollen oder nicht, sondern wir wollen jetzt noch eine gute Schlussdebatte haben. Bitte setzen Sie sich hin. Sie setzen sich jetzt hin bei Herrn Böhringer. Der hat jetzt das Rederecht und da sollen sich bitte alle hinsetzen. Danke, Frau Präsidentin. Gut, Herr Böhringer. Im Raum steht zunächst dieses Zitat des Finanzministers aus der Etatdebatte. Nie wieder sollen Steuerzahler für Fehler der Banken gerade stehen müssen. Da gibt es auch heute noch viel zu lösen. Was sind nun diese Lösungen? Die EU und das BMF streben neue Kapitalvorschriften an. Große Banken sollen künftig 8% ihres Kapitals als Haftungspuffer vorhalten, bevor dann bei Bankenpleiten der Steuerzahler einspringen muss. Dazu sollte man wissen, dass es bereits einen solchen Abwicklungsfonds der privaten Banken gibt für diesen Zweck, schon seit 2016. Dieser Fonds soll etwa 60 Milliarden Euro umfassen. Und das ist angesichts der gewaltigen Bilanzsummen der europäischen Banken von 30.000 Milliarden geradezu grotesk niedrig angesetzt. Und selbst dieser Minifonds wurde in 3 Jahren noch nicht einmal zur Hälfte aufgefüllt. Nun sollen es also 8% der Bilanzsummen nur der Großbanken sein. Das wären 1.650 Milliarden Euro. Man erkennt hier den vollkommenen, verloren gegangenen Realitätssinn europäischer Krisenplanung. In 3 Jahren konnten 25 Milliarden eingesammelt werden von den Banken. Und nun verlangt man mal eben das 66-fache dieser 25 Milliarden von ihnen aufzubringen. Beim aktuellen Tempo wird dieser Topf dann in genau 200 Jahren aus den Bankgewinnen aufgefüllt sein. Dann ist alles gut. Dann immerhin droht dem Steuerzahler nicht mehr, für Fehler der Banken gerade stehen zu müssen. Dann endlich wird dieses Versprechen des Ministers wahr werden. Minister Scholz, Sie sagten vorgestern hier, dass wir doch bitte rechnen sollen. Ja gut, also wir haben das jetzt getan. Bitte tun Sie es beim Euro-Rettungsprozess endlich auch einmal, auch wenn wir es dort mit vielen Nullen zu tun haben. Und apropos Nullen. Null Qualität hatten auch die Debattensprüche zu unserem Protest gegen die undemokratische Nichtwahl der AfD in wichtige Geheimdienstkontrollgremien. Gleich von mehreren Kollegen wurde hier von aller Öffentlichkeit wider besseren Wissens behauptet, wir wollten die Geheimdienste abschaffen. Dies trotz einer schon in der Ausschusssitzung anderslautenden Protokollerklärung von uns. Wir haben den Protestcharakter dieser Anträge klargemacht. Die Debattensprüche dazu hier sind einfach nur wichtigtuerische und unredliche Pseudo-Aufregung hier vor den Plenumkameras. Ungebührliche Scherze dazu gab es allerdings tatsächlich im Ausschuss, und zwar von Ihrer Seite, von Seiten der Altparteien. Wir mussten uns beim Einzelplan 14 tatsächlich mit einem Antrag beschäftigen auf Kauf einer Korvette für Herrn Kahrs, damit der Seeheimer Kreis der SPD eine repräsentative Spargelfahrt durchführen kann. Das sind angesichts des ernsten Zustandes unseres Landes die wirklich unangebrachten Debatten, und das sollte hier vielleicht wirklich auch mal zur Sprache kommen. Und noch eine weitere Richtigstellung. Ein FDP-Redner behauptete hier vorgestern, die AfD will, dass die BRD aus allen internationalen Organisationen austreten soll. Ich stelle dazu einfach fest, dass diese Aussage schlichtweg falsch ist. Sie werden von uns dazu überhaupt nur an genau 2 Stellen Kürzungsanträge finden. In Einzelplänen 15 und 23 nämlich. Darin kürzen wir oder wollten wir freiwillige Beiträge an internationale Organisationen wohlbegründet ein wenig kürzen. Wir haben nicht einen einzigen Austritt aus internationalen Organisationen gefordert. Also, wir halten hier mal fest, frei erfundene Behauptungen und Auslegungen gegen uns werden leider immer mehr salonfähig. So, zu Zahlen wieder. Wir müssen wegen der Bedeutung der Frage nochmals auf die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt zurückkommen. Diese Beiträge werden weiterhin als negative Einnahmen verbucht, was den Bundeshaushalt verkürzt. Und das ist keineswegs nur eine technische Frage. Darum jetzt etwas mehr Hintergrund dazu. Es wird zwar behauptet, haushaltsrechtlich gehören die vom Bund abzuführenden EU-Eigenmittel nicht zu den Bundeseinnahmen.
Das ist schon materiell absurd, denn wo soll es denn herkommen? Natürlich speist sich die Abführung aus deutschen Steuermitteln. Aber wie ist die Rechtslage nun? Die Verbuchung als negative Einnahme ist ein Usus, der jeweils nur für ein einziges Jahr festgelegt wird, und zwar im Haushaltsgesetz, jedes Jahr neu im jeweiligen Haushaltsgesetz. Nichts könnte uns als Haushaltsgesetzgeber also davon abhalten, die EU-Kosten im Haushalt ganz normal wie praktisch alle anderen Kostenpositionen auch zu verbuchen. Wir müssten nur den entsprechenden Haushaltsvermerk ändern, umformulieren. Der Haushaltsvermerk im 6001er Haushalt, die BHO, die Haushaltsordnung, stünde nicht im Weg. Sie werden dort kein einziges Wort zur Verbuchung als negative Einnahmen finden. Es ist nicht vorgeschrieben. Und nicht mal der bekannteste Kommentar zum Haushaltsrecht kann auf irgendeine gesetzliche Dauerregelung verweisen. Es gibt sie nicht. Und auch das BMF hat auf Rückfrage uns geantwortet, einfach nur empirisch, ja, das ist halt immer so gemacht worden, es ist Usus seit 1972. Also, die Fazit, die EU-Kosten sollten behandelt werden, wie auch die UN-Ausgaben oder die vielen Ausgaben an NGOs, als ganz normale Kosten. Und das ist deshalb wichtig, weil es in Zukunft immer wichtiger wird. Erstens, weil Herr Oettinger ja nun mal von 32 auf 44 Milliarden pro Jahr die EU-Kosten aufwachsen lassen will. Und zweitens liegt uns inzwischen ein Verordnungsentwurf der EU-Kommission vor, der EU tatsächlich das Recht auf eigene Steuererhebung zubilligt. Und diese ganz klar verfassungswidrigen Planungen der EU von Herrn Macron lehnen wir ab. Wenn wir diese Allüren von Herrn Macron und von der EU nicht sofort stoppen, dann führen wir hier nämlich mangels verfügbarer nationaler Steuern in 10 Jahren keine Haushaltsdebatten mehr. Dann werden vermutlich alle Steuern in Berlin nur noch für die EU erhoben, aber im deutschen Haushaltsgesetz nur noch nachrichtlich erwähnt. Das ist der Weg, den wir im Moment gehen. So. Abschließend einige Worte des Dankes. Ein Haushaltsgesetz liegt vor mit 3000 Seiten, nach 1300 Änderungsanträgen, diskutiert und abgestimmt in 45 Stunden Ausschusssitzung, oft bis in die Nacht, und das alles noch ohne Berichterstattersitzung. Es hat sich beim Haushaltsprozess wieder mal gezeigt, wenn die Kameras nicht im Saal sind, kann man ordentlich miteinander umgehen, dann kann man auch effizient miteinander arbeiten. Andernfalls hätten wir den größten Haushalt seit 1949 und mit der kürzesten Frist seit 1949 nicht zum Abschluss bringen können. Dafür Dank an alle berichterstattenden Kollegen, an aller Fraktionen, an die beteiligten Beamten natürlich, der Haushaltsreferate, an die Regierungsvertreter, besonders die des BMF, und ganz besonders natürlich auch an das Haushaltsausschusssekretariat. Ich glaube, die Kollegen sind heute sogar im Plenum anwesend. Also das Team um Herrn Majewski ist im Plenum vertreten. Ohne Ihre eingespielte, hochkompetente und konzentrierte Arbeit bis in die Nachtstunden hätten wir es nicht schaffen können. Dafür vielen Dank. Quantitativ, qualitativ tolle Arbeitsleistung. Die schlechte Nachricht an Sie ist, morgen, unmittelbar mehr oder weniger nach der Abstimmung des 18er Haushalts im Bundesrat, kommt der 2019er Haushalt. Und dann müssen Sie den auch wieder verteilen. Ja, das Spiel geht von vorne los. Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Sepp Herberger sagte, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, also halten wir es wie Sepp Herberger. Wir sollten es vielleicht nicht wie Hase und Igel halten. Die liefen 73 Runden und danach war der Hase tot. Also lassen Sie uns in der 2019er Debatte nicht tot umfallen am Ende. Aber bis hierhin herzlichen Dank an alle Beteiligten, an allen Seiten dieses Hauses. Schönen Abend. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Andreas Schwarz.